Woran erkennt man, ob die reif sind? Indem man sie fragt, welche von euch ist reif und bereit? Bist du immer noch 30? Nein, ich bin 40. Wow. Oh, Stan. Fleischklatsche. Wo ist der Kellner? Ich sehe den nicht. Wahrscheinlich hängt er hinterm Haus mit seinem Hilfskellner rum und raucht einen fetten Joint. Das wurde auch Zeit. Ich sitze hier rum wie ein ausgedörrter Fisch, du widerlicher Kiffer. Stan! From the alarm clock's warning, take the 8:15 into the city. There's a whistle up above and people pushing people shoving, and the girls who always look pretty. And I've been taking care of business every day, taking care of business everywhere. Wolltest du mir gerade irgendwas sagen? Ja, ich würde gern mit dir zu der Hochzeit gehen, aber... Taking care of business and working overtime will come. Dieses miese Schwein! Ja! Lassen Sie das, Dick. Das ist widerlich. Sorry, sir. We're closed for the night. Wow, das ist ganz schön schnell. Schön vorsichtig mit dem Gas, Stan. Echt, Stan, komm. Sie fahren zu schnell, Bro. Stan, das ist jetzt kein Spaß mehr. Stan. Mob am Boden. Rufen Sie einen Hubschrauber, einen Krankenwagen. Rufen Sie irgendwas. Ich befürchte, Ihr Mann hat eine Amnesie. Oh mein Gott! Ich weiß! Ihr Mann kann sich an nichts mehr erinnern. Ich habe ihm gesagt, er schuldet mir $50 und er hat sie sofort rausgerückt. Auf der will ich mit dir angeben. Oh, und übrigens, es gibt nichts, das du mehr liebst als Fußmassagen zu geben. Bei dir selbst hast du es. Ich bin wirklich ein netter Kerl. Sieht gar nicht danach aus. Der neue Stan ist sensibel. Der neue Stan ist ein guter Zuhörer. Sie meinte nur, du hast dir das ins Gesicht gesagt und ich da nur. Deshalb habe ich dir ja erzählt, damit du es ihr erzählen kannst. Der neue Stan macht sein Häufchen nie in die Badewanne. Er ist jetzt ein großer Junge. Sir? Das klingt jetzt sicher verrückt, aber wollen wir bitte so tun? Na klar doch, mach ich. Aber ich hab ihn doch noch... Ich mach's, ich bin dabei. Na gut, mein Mann Stan leidet an Amnesie. Wenn Sie bitte so tun könnten, als wenn er hier schon eine Weile arbeiten würde, dann wäre das... Ich sag dir doch, ich bin dabei. Legen wir los? Na gut. Oh Mann, Stan, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an Sie. Was? Mann, wir beide sind seit 95 im Futongeschäft, Alter. Weißt du noch, wie wir damals den College Kids Futons direkt von der Ladefläche des alten Trucks verkauft haben? Doch, das wird doch durch die Kurzgeschichten, die ich schreibe. Zu geben. Für Menschen, die sowas tun, gibt's ein spezielles Plätzchen in der Hölle. Gleich neben den Kinderschändern und den sexy Kindern, die sie verführt haben. Du hast diesen Song. Bist du sicher? Kam mir gar nicht so vor. Doch, du hast ihn. Als du noch ein Kind warst, da hat man deinen Vater bei diesem Lied vergewaltigt. Oh. Wir haben ein Zimmer für Sie mit Blick auf den Garten. Sind Sie da sicher? Ich hatte nämlich ein Zimmer mit Meerblick gebucht. Oh. Du bist ein echter Glückspilz, Francine. Ich zieh mich schnell um. Bis gleich, wir sehen uns bei der Feier. Das war ja sowas von peinlich für mich, Francine. Was in unserem Ehebett passiert, geht nur uns beide was an. Ich verliere noch mal meinen Verstand. Wir sind viel zu verschieden. Du bist unsensibel und grob und gemein zu Menschen in Dienstleistungsberufen. Und Stan Smith ist genau das Gegenteil davon. Es tut mir leid, Francine, aber es funktioniert nicht mit uns.
Verzeihen Sie, aber Ihr Gespräch war nicht zu überhören. Falls Sie Hilfe brauchen, hier ist meine Karte. Traurig, aber ich will meine Tränen nicht vergeuden, darum gieße ich damit diese Pflanze. Du bist in Wirklichkeit ein unsensibler Vollidiot, der für die CIA arbeitet. Die einzigen Worte, die du als Ehemann kennen musst, sind ja, Liebling. Lustig. Verdammt nochmal, ich weiß, dass der wahre Stan irgendwo in dir drin ist. Oh, bitte hör doch auf, meinem Körper weh zu tun. Dieses gemeine Weibsbild. Weißt du, sie hat mich gebeten, so zu tun, als wären wir schon ewig Freunde. Als würde ich dir jemals sowas antun. Schließlich sind wir schon ewig befreundet. Ich habe meine Ehe ruiniert. Dieses Lied ist einem Mann gewidmet, der ganz tief in seinem Inneren ein ungehobelter und unsensibler Hurenbock ist. Und er ist der einzige Mann, den ich je wollte. Morning, take the 8:15 into the city. There's a whistle up above, people pushing, people shoving, and the girls who always look pretty. Was ist's denn? Erinnerst du dich wieder? Erinnere dich. Taking care of business every way. Taking care of business, it's all mine. Taking care of business and working overtime. Who comes? Stan, bist du es? Ist es? Seine Persönlichkeit? Sein Wesenskern? Das, was ihn einzigartig macht? Futon Welt! Unsere Superpreise sind nicht von dieser Welt! Futon Welt!